Und zack. Oh, können wir anscheinend recht gut ausweichen oder wir sind einfach gerade schlecht. Weiß gar nicht, ob das auch ein bisschen mit reinspielt, in welchem Zustand eure Leute sind. Nehmen wir mal einen starken. Oh, es hat sogar gereicht. So, bauen wir uns noch ein bisschen Erfahrung, Blödsinn. Ein bisschen Jubel ab. Das sagt immer überleben lassen. So. Ich skill jetzt mal meine Leute erstmal. Und wie viel brauche ich denn da noch? 3 Punkte. So. Leben. Genauigkeit. Sechs Punkte. 16 Punkte. Boah. Bis ich das soweit habe. So, mehr Geschwindigkeit. Und noch mehr Verteidigung. Und du kriegst hier ein bisschen Verbesserung. Wenn ich den Schild mit Schild besser durchbrechen kann. Und natürlich mehr Stärke. Charisma ist jetzt nicht so das, was ich gerne level, wenn ich ehrlich bin, weil das bringt uns nur mehr MP zurück, wenn wir halt Crow Up Here anklicken. Ich probiere es einfach mal so. Speed ist sehr wichtig, weil wir den ersten Schlag haben möchten, möglichst. Aber 95% Wahrscheinlichkeit zu treffen ist sehr gut. Ja, von mir aus. Das war ein guter Treffer, muss ich sagen. Beinahe schon zu gut. Ach, Bein ab. Richtig schön abgefetzt. Das muss eigentlich extrem viel... Das muss ein ziemlicher Kraftaufwand sein, weil so ein Bein ist nicht einfach mal so abgetrennt. Also es ist ziemlich schwierig, ein Bein abzutrennen. Obwohl, mit so einer Waffe geht das wahrscheinlich schon recht gut. Wenn ich mir ansehe, da gab es mal so eine schöne Dokumentation, ich glaube, ihr Arm ist ab. Schade. So eine schöne Dokumentation, wie ein ungeübter Mann mit einem Schwert auf eine Schweinehälfte eingehackt hat. Also ein ganzes totes Schwein. Und der hat mit 3 Schlägen das ganze Schwein zerteilt. Und der war ungeübt. Also ein geübter Schwertkämpfer kann da wahrscheinlich... Ich kann jetzt bloß noch einmal angreifen, weil fehlt ein Arm. Ja. Also ein geübter Schwertkämpfer kann wahrscheinlich schon recht stark zuschlagen. Ich habe keine andere Wahl. Der braucht mehr Verletzung. Obwohl, nee, das müsste sie überleben. Sie hat mehr Leben als er. Und sie verliert auch weniger. Ich hatte sogar schon mal Kämpfe, da war es dann so knapp, dass es nur noch entschieden hat, wer zuerst verblutet. Oh. So zum Beispiel. Goldmünzen, also wir könnten uns auf jeden Fall schon frei kaufen. 15, die sehen auch sehr gut aus. Der Arm muss weg. Jetzt gerade sind wir irgendwie noch ein bisschen stark im Vorteil, das wird aber... Irgendwann verläuft sich das wieder ein bisschen. Das heißt, die werden auch schlagartig besser. Kommt immer drauf an, in welchen... In welcher Arena man kämpft. Mit dem Kritischen ist der Arm ab. Ah, schade, er ist noch dran. Wir sollten uns demnächst auch mal neue Rüstung suchen. Bloß 10 an Blutungsschaden. Ich vermute mal, der
hat den Effekt weniger Blutungsschaden, schätze ich mal. Auch die Wahrscheinlichkeit ist, mit denen ja zu treffen. Wie genau die sein muss. Und wir sind übrigens immer der, der am wenigsten MP hat. Das ist meistens soweit. Die haben ihren vorgefertigten MP von Anfang an. Und die braucht man auch sehr selten auf. Es sei denn, sie Armor Break. Jetzt ist der Armor aber ab, oder? Genau. Aber wir brauchen halt dieses MP-Level. Deshalb müssen wir immer das machen, was der Imperator will. Oder zumindest der Heini, der gerade an der Macht ist da oben. Sollte reichen. Okay, ansonsten kann bloß noch der uns gefährlich werden. Die uns gefährlich werden. So einen schönen Reisernter hat sie da in der Hand. Den haben die Asiaten auch immer. Also um Reis zu ernten. Wurde später auch schön missbraucht als Waffe, indem man da eine Kette angebracht hat. Im Grunde kann man nahezu jedes Werkzeug auch als Waffe missbrauchen. Im Grunde eigentlich nicht nur jedes Werkzeug, nahezu alles. Man muss nur wissen, wie es geht, und selbst ein Hammer ist relativ gefährlich, wenn man damit zuschlägt. Gibt ja auch die klassischen Kriegshämmer. Alles nur eine Frage des Einsatzes. Und rein theoretisch kann man auch ein Schwert für was Friedliches nutzen. Okay, bei so einer Sache wie einer Maschinengewehr sind die Möglichkeiten jetzt begrenzt. Es ist unwahrscheinlich, dass man von einer Horde Karnickel angegriffen wird zum Beispiel. Und hier ist eine Fliege, nämlich, ne? Wir haben bald die erste Seite voll, wir können aber mehrere Seiten haben. Ich habe noch nie maximales Inventar gehabt, aber ich habe auch immer keine Lust, das auszumisten. Ich denke mal, ich rüste uns dann mal offline aus, bevor ich dann das nächste Mal aufnehme. Gar nicht schlecht. Jetzt bin ich dran. Gegen Einzelne kämpfe ich natürlich immer am liebsten. Natürlich nur, weil ich dann am meisten dran bin. Das ist eine Frau, so wie es klingt. Das ist echt komisch. Ich habe echt das Gefühl, ich kämpfe fast nur gegen Frauen hier. Und sie ist am Boden. Ja, natürlich lasse ich sie leben. Gut, wenn der immer bloß einer ist. Level 27. Immer so wenig Brustpanzerung, ich verstehe das gar nicht. Schildschlag? Ach, sowas Dämliches. Wenn ich zurückspringen will, dann fange ich doch gleich hinten an, oder? Das ist nur mal meine Meinung dazu. Ich fange wenigstens, ich weiß gar nicht, ich habe meine alle auf einer Ebene. Ob das überhaupt einen Unterschied macht, weiß ich gar nicht. Ich vermute es einfach mal, dass es irgendwas mit offensiv-defensiv zu tun hat. So, jetzt rechnen wir uns dafür, dass du das geworfen hast. Viel Leben. Fast 400. Aber das Schild alleine reicht nun mal nicht. Mal sehen, ob es reicht. Na, schade. Oh, hat doch gereicht. Haben wir schon die nächste Seite voll. Wir kriegen schon 500 Goldmünzen pro Kampf. Das ist gut. Solche geilen Helme mit über 600 Leben. Aber am wichtigsten ist eigentlich Rumpf ist eigentlich, ich sag immer Brust, Kopf und Rumpf ist einfach das Wichtigste. Deshalb brauchen die auch am meisten Rüstung. Trottel. Bringt ja keinen Vorteil.
So liebe ich das. So geht das wenigstens vorwärts. Was hat er jetzt vor? Ich hab's irgendwie gewusst. Boah, das war ein Wurf. Und die hat fast den ganzen Arm verloren. Also, wenn es ums Austeilen geht, das kann er. Aber sie auch. Nur nicht ganz so stark. Aber sie ist auch noch ein viel niedrigeres Level. Das muss man immer beachten. Dafür sind wir halt mehrere. Man kann das wahrscheinlich auch alles im Alleingang durchspielen, aber ich persönlich fände es ein bisschen blöd, mit nur einem Kämpfer hier gegen drei zu kämpfen, die auch. Da muss man sehr viel gegen solche kämpfen. Oh, der hat so einen schönen Knüppel. Den haben wir auch, bloß unsere hat noch ein paar Stacheln dran. Damit kann man den anstacheln, wenn man Lust dazu hat. Aber wahrscheinlich macht sein Knüppel ein bisschen mehr Schaden als unsere. Nee, da muss erstmal die Rüstung weg. So, und jetzt gibt's noch keine Blutung. Das war Armor Break, okay. Und zack. War ich dann schwacher Schlag? Ich nehme mal Medium. Richtig gewählt. Ehrlich gesagt, ich habe nicht das Bedürfnis, die immer umzubringen. Auch wenn es... Ja, eine Stadt. Tarsus. Ach, Tarsus, ja. Für die, die es nicht wissen, Tarsus ist der Fußwurzelknochen. 16. Mal sehen, wie wir es... Wir sind vor den dran, das ist gut. Wenn wir zuerst dran sind, ist immer gut. 250, 200, 250, 200. Der Einarm ist immer schwächer, warum weiß ich nicht. Meistens zumindest. Waffen rüste ich aber gerne so auf, einfach nur weil es einfach sehr viel mehr bringt, mehr Angriff zu haben als Verteidigung. Weil oh, der Arm ist ab. In dem Fall jetzt. Er kann noch so viel Angriff haben jetzt. Es bringt ihm einfach nichts, weil er nicht mehr angreifen kann. Und der Gegner kampfunfähig zu machen, indem ihr ihn verkrüppelt habt, ist einfach sehr viel wert. Er kann da jetzt noch so viele Fähigkeiten haben. Er ist für uns an und für sich alleine keine Bedrohung mehr. In Kombination mit ein paar speziellen Angriffen, zum Beispiel wenn er uns jetzt, keine Ahnung, die MP stiehlt, das kann einen zwar ein bisschen nerven oder einen Verbündeten heilt, aber alleine er kann nichts machen. Dieses Imitation oder Imitation, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich nenne es jetzt mal Imitation. Das gibt es noch in verstärkter Form. Das kann man dann mit allen drei Gegnern gleichzeitig machen. Und das ist dann ein bisschen nervig. So, Power Attack. Nee, mach mal Armor Break. Ein Armor Break Dance. Ein Armor Break Dance. Okay, jetzt hat es uns schon ein bisschen genervt. Warum? Wir haben keine MP mehr. Ist mir jetzt aber relativ egal. Da mache ich halt normale Angriffe. Es geht genauso. Mal sehen, ob sie überlebt. Ja. Oh nein, wir haben es uns wieder geholt. Mehr Charisma bringt mehr MP zurück. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. So, und in der nächsten Runde müsste jetzt zu Ende sein. Gut gekämpft, aber ihr seid zu schlecht. Immer den ersten Angriff haben ist sehr viel wert. Das wird auch noch ein bisschen so bleiben, glaube ich. Hades Ärgermacher. So, mal schauen. Er hier ist als letztes dran. 250, 250, gleich stark. Beine sind zu stark gepanzert, also die Arme.
Naja, das war jetzt nicht so gut für sie, aber müssen sie wissen. Den schaffen wir jetzt nicht direkt zu verkrüppeln, leider. Oh, habt ihr das gesehen? Wir hätten wahrscheinlich noch mehr Schaden gemacht, aber wir können nicht mehr Schaden, nicht mehr als die Rüstung mit diesem Schildzerstörer machen. Gut, die war schon mal verschenkt, der Kampf. Ja, einfach nur treffen. Ah. So, zweimal mit Schild. Der hat Schild. Gleich wieder Rüstung, aber da ist mehr Treffer wahrscheinlich. Achso, das ist ein Zwei Schwerter, verstehe. Da habe ich gerade gewundert, warum der das nicht auch gemacht hat, aber ist ja logisch, der kann es nicht. Der hat zwei Schwerter in der Hand.